Glückwunsch. Eure Geistlichen haben eine Technologie erforscht. Ja gut, und damit sind wir schon wieder hier. Das Spiel ist mir wieder abgestürzt. Gut. Nachdem ich hier angefangen habe, Sachen auf Geologie umzustellen. Also wir haben zum Glück dank des Autosaves nur gerade eine Minute verloren. So. Was ist mit euch? Euch habe ich schon auf bessere Verpflegung gestellt, das ist gut. Ihr macht mir jetzt mal ordentlich bessere Verpflegung. Eisen ist ein bisschen Mangel, deswegen Geologie. So, dann hoffen wir, dass es nicht nochmal abstürzt. Und ja, wir haben festgestellt, Baldurus steckt auch ziemlich festgefahren, was seine Truppen angeht. Also ja, Kanoniere kann er noch relativ gut produzieren. Wenn wir ihm das Territorium weggenommen haben, dann sieht es schlecht für ihn aus, neue Truppen aufzustellen. Dafür hätte ich aber immer noch gerne diese Technologie hier. Wie sieht's aus? Hat es das noch genommen? Nein, scheinbar nicht. Nein. Oh, sehr schön. Wir kriegen wieder genug Wurst rein. Ja, ich will auf diesen Fisch kommen. Also ja, sehr schön. Die Schweinezucht, die klappt. Ich denke, das mit der Mühle klappt. Sollte auch klappen. Okay, 4 Pausierer. Das Weizen ist schon getauscht, sehr schön. Das heißt, 3 Kanoniere tun wir mal wieder anschalten. Hier gebe ich mal 10 Reiter. Also ja, du bist Spezialist auf Fernkampf gegen gegnerische Truppen. Und du bist gut im Fernkampf und im Angriff auf Befestigungen, also 50-50. Mhm. Ja, Geld ist halt jetzt wieder das kleine Problemchen.
Also tauschen wir wieder Ringe und Dings gegen Geld. Ganz ehrlich, wir prägen noch mehr Münzen selber. Wir haben so viel Gold und Kohle jetzt gerade gelagert. Ja, hier müssen sich die Fischgründe jetzt erstmal wieder erholen. Das heißt, Fisch kommt jetzt auch langsamer. Euer Gebäude wurde ausgebaut. So, Verpflegungskarte. Ja gut, wenn wir vier Gebäude haben, die einfache Verpflegung brauchen. So, das muss ich mal kurz gucken. Ich hätte gern noch diese beiden hier. Das heißt, ich brauche 8 Bücher für die Brüder. Und für die Pater brauche ich nochmal 12. 8 und 12 sind 20, 6 habe ich. Sechs habe ich. 14 fehlen. Ich habe auch nicht mehr genug Bier. Okay. Hier sind 12. Das wären 18, wenn ich das sechsmal machen würde. Also auf jeden Fall nochmal 5-mal Bier. Gut, du auch mal bessere Verpflegung. Das Weizen wird getauscht, das ist gut. Ja, man muss hier richtig micromanagen. Thank you.
Ja, Eisenerz ist auch eine Mangelware. Was sagt mir unsere Logistik so? Na gut, die kann ich mal wieder einschalten. Ich sollte auf jeden Fall aufpassen und nicht mehr so viel Kanoniere auf einmal losschicken. So, jetzt brauche ich die 6 Bücher. Ja, hier würde ich noch Kohle und Eisen herkriegen. Oh, das sollten wir auch machen. So. Gut. So, dann brauche ich 4 und 2. Zum Glück verlangen die nicht viele Ringe, aber sie verlangen viel bessere Verpflegung. Darauf sollte ich achten. Wie gesagt, Reiter wird er keine machen, weil er kommt nicht an Weizen ran. Jedenfalls sehe ich bei ihm keinen Ort, an dem er Weizen abbauen könnte. Ah ja, Kanonen zum Beispiel. Könnte ich aber wieder. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ein bisschen triezen. Mal gucken, was er macht, wenn ich meine Truppen abziehe. Achso, irgendwie ist mein Bannerträger gerade hinterher. Ja, hier so. Naja, dir würde ich gerne noch 4 Kanonen verpassen und dir 4 Musketiere. Ja, doch, 4 Musketiere. Naja, lässt sich nicht wirklich triezen. Wie gesagt, wir müssen die beiden Territorien einnehmen.
So nehmen wir ihm jegliche Möglichkeit, an Rohstoffe zu kommen, um seine Armee neu aufbauen zu können.